toll. Ja, die gute Köpfe, ja, ne? Ja, gute Köpfe. Hier mein Schönheitsfoto. Das muss ja in den Film. Nein, ach was. Diese gekräftig und bald. Nein. Nicht überlassen, überladen die Leute mit, oder? Aber mit dem Foto ist natürlich meine Mutter immer hausieren gegangen. Ne? Ach, ist doch auch schön. Darf sie doch stolz sein. Ja, ja. Wir sind ja auch stolz auf unsere Kinder. Ja. Kann man hier Vitrinen hinstellen? Ja, kann man. Wie viel? Zwei? Also wir haben ja die Breiten, wir haben 70er und wir haben 1,40er. Also für die frühen Sachen? Ja. Also hier würde ich frühe Sachen gerne hinstellen. Kann, ja, kann man gut. Zwei, drei. Ich zeige Ihnen nochmal, was ich hier bei den... Ach nö, ich kann es ja hier zeigen. Also das ist gar kein, das kann man gut. Achso, das sind so. Und dann könnte man aber wirklich, sowas kann man doch ganz gut hier unten, also hier an so einer Ecke, wo man hier ja wirklich die große Blickachse hat, diese ja drei Blätter, hier so in der Zug die kleine Figur und dann die große, so dass man es noch sieht. Also. Also ich würde die natürlich gerne in der Nähe von der Großen haben, die Blätter. Und dieses kann eigentlich auch in der Nähe von dem Großen stehen. Ja. Das oder ist ja aber klein. Man hat die Große hier, weil sie ja spät ist, und hat an dieser Wand diese Blätter und den Sturz. Zeichnet heute noch. Kaum einer. Ja, es ist oftmals ein Konzept und das wird in einer Weise auch. Ein Konzept, das haben sie ja alles irgendwo auf ihren Maschinen oder ja sonst etwas, können alles machen, damit alles bewegen. Und das ist aber zwei wirklich völlig verschiedene Vorgänge im Geiste sind. Gar nichts. Mein späterer Schwiegervater, bei dem ich Privatunterricht hatte, er war Zeichenlehrer und ich habe ihn sehr verehrt, der nahm mich bei der Hand und ist bei Edwin Schaaf aufgetreten. Und eine Mappe hatte ich natürlich mitgebracht und Edwin Schaaf war doch ein wenig leutselig und ein wenig verhalten, wie es mir schien, hatte meine Sachen angeguckt. Und sagte, naja, Talent hat er ja, aber jetzt zeichnen Sie doch einfach mal einen Akt und zeichnen Sie mal ein paar Hände und dann kommen Sie wieder. Und dann hatte ich also das alles gezeichnet und habe meine Mappe wieder dahin gebracht. Aber Edwin Schaaf war gar nicht da, der war irgendwie in Ferien in Spanien.
Und also so hing ich lange Zeit zwischen Stamm und Borke und wusste nicht, werde ich denn nun angenommen oder werde ich nicht angenommen. Und dann kam irgendwann also die Nachricht, ja gut, ich soll antreten. Und dann war ich da und Edwin Schaaf tauchte auch irgendwann mal auf. Damals war es nämlich so, ein großer Professor gab nur einmal in der Woche Korrektur. Das ist ja heute nun ganz anders, wo sich also die Dozenten mit den Studenten verbrüdern und sich alle duzen. Aber das andere war auch nicht schlecht, denn man lernt ja nicht nur von dem, was der große Meister, den man anhimmelt, sagt, sondern auch von den anderen Mitbewerbern, den anderen Studenten. Da sieht man ja, was sie machen und wie sie herangehen. Und was dann, man macht sich seine eigenen Gedanken und freut sich dann natürlich, wenn Edwin Schaaf auftaucht und zur Korrektur gibt, dass er Ähnliches sieht, nur besser formulieren kann, als man es so vage empfunden hat. Denn ehrlich gesagt, erstmal weiß man überhaupt nichts. Man weiß wirklich überhaupt nichts. Und man will alles gut machen. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Man muss eine gewisse Selbstsicherheit auch gewinnen. Immer mehr. Da waren Sie schon in Schoben mit 17. Ja, das war unser Schullandheim. Unser Wilhelm-Gymnasium hatte ein Schullandheim in Schoben. Okay. Naja, das ist alles so. Vor, so kräftig. Vor dem 20. Lebensjahre. Wahnsinn. Und dann so kräftig, guck mal. Ja. Ach hier, das ist ja hier. Das ist der Boden, ne? Nee, das andere. Das ist ja dieses Ding. Mhm. Oliven in Griechenland. Mhm. Naja, und so weiter. Das ist ja sozusagen fast noch expressionistisch. Spätexpressionistisch. Naja, also so ein ganz kleiner expressionistischer oder expressiver Touch ist ja eigentlich oft dabei. Ja. Sowas würde ich gerne machen wegen dieser Reliefs, die so skriptural sind. Die ja. So eine Zeichnung. Also die sowas kann ja auch dann dazu, das ist dann nicht oben unbedingt auf der Empore. Wir müssen schon, also möglicherweise kommt das auch zu Entwurfszeichnungen dann. Dieses hätte ich eigentlich gerne. Ja, wir stellen das mal dahin. Dieses nicht, da kommt ein schöneres. Das ist zu einfach. Dieses ist wieder sehr malerisch, aber ich liebe es. Ja, das kenne ich noch. Das ist, wir müssen ja, also nicht nur ein malerisches, wenn dann mindestens zwei. Also ja, wir sind das zweite. Hatten wir nicht auch hier eins bei? Ich meine, es ist das Gleiche, nicht? Es ist genau, es ist die gleiche Ansicht. Es ist das hier Gleiche. Ist kollagiert, da ist sozusagen genau im Gegen, also genau. Dann ist wohl das Dritte davon kollagiert. Zerschnitten worden. Genau, wahrscheinlich. Das sind genau die gegensätzlichen Passagen, die kollagiert sind. Schwer zu sagen, was man da nimmt. Müssen wir uns jetzt nicht entscheiden. Müssen wir nicht jetzt entscheiden. Tun wir beide zusammen. Nimm mal dazu. Genau. Ich suche mal auf den Boden. Das ist besser zu sehen. Mhm. Hat man ein bisschen Abstand. Das ist von der Griechenlandreise. Damals? Zeichnungen. Oh, ja, die nehmen wir doch mit. Die sind doch schön. Zeichnungen. Das ist die Schlucht der kastalischen Quelle. Ja. Das ist Mistras. Und das ist... Doch, da ist so früh von 1960, ganz toll. Ja? Ja. Ich war im Theater von Epidauros, an einem Frühlingsmorgen ganz allein. Ich konnte Sprecher und Zuhörer, beides sein, und aus allen Versen, die hier einst erklangen, mir den Liebsten wählen. Viel Gewaltiges gibt's, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Pola Tadena! Cuden anthropu denoteron pelei. Tutto cae poliuperan pontu chemerionoto chorei.
peribrychioi sin peron hypoitmasin, theon tetan hypertatan, gan, aftiton, akkamatan apotryetai, illomenon arotronetos, eis etos, hippeogene poloion. Κουφωνοώντε φύλων ορνίτων αμφιβαλώναγε, καί τερών αγριώνετνε πόντου τέν χαλιάν φυσίν, σπεράιζιν δίκτιο κλώστοις, περί φραδές ανέρ, κρατέιδε μέχαν αίς αγράουλου τέρος ορέσιβατα, λαζι αυχενατ χίπον χίπ αξετάι, αμφιλοφόν τζύγον, ουρέιον τακ μέτα τάωρον. Sie haben vorhin von einem Schlüsselerlebnis gesprochen, in der Auffassung des Skulptur. Ja, das ist aber etwas später gewesen. Das macht nichts, aber das ist... Das ist so... Naja, Anfang der 60er Jahre gewesen. Da hatte ich auf... dem Bücherbord, wo man so alles Mögliche hinstellt, was einem lieb und teuer ist, stand eine kleine afrikanische Figur, das Ende eines Häuptlingsstabs wahrscheinlich, aus dem Kongo. Und es stand ein Entwurf von mir, einer Frau, die so in sich ruht, versonnen. Modelle stehen auch hier. Also einmal, das ist die afrikanische Figur. Ganz hoch aufragend, klar in den Formen, eindeutig in den Formen. Und dann kam meine Figur, die stand daneben, sicher von einer gewissen Eleganz und Musik in sich, von einem Rhythmus in sich. Aber was nicht genügend in dieser Figur ist, das sah ich an dieser afrikanischen Figur, das ist die Wirkung auf die Ferne. Denn auf eine Entfernung in der Wohnung von 4 Metern hoben sich hier die Formen ganz klar gegeneinander ab und hier fließt alles ineinander. Was natürlich auch sehr schön ist, sehr schön sein kann. Man denkt an Rodin, natürlich. Aber da lag mir eben der Brancusi näher, wenn man das so nennen kann. Auf elementare Formen zurückgehend, ganz klare Gliederung in den Maßen von allen Seiten, nach dem gleichen Formenkanon gearbeitet. Und das habe ich eben in dieser Figur von mir vermisst. Und vielleicht, man kann sagen, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und ich habe mich danach bemüht, auch diesen Postulaten, diesen Forderungen gerecht zu werden. Und zwar nicht im Sinne, dass ich Afrika machen will. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Denn ich habe von Afrika also kaum eine Ahnung und von den religiösen und mythologischen Hintergründen dieser Figuren auch nicht. Und man kann auch nicht eine andere Kultur einfach so in das, was man in Europa macht und kennt, übertragen. Aber so etwas gibt es ja durchaus auch in europäischer Kultur. Wenn man an Skulpturen aus der Romanik denkt. Aber eben Afrika hat mir, dieser Weg über Afrika, über das da, hat mir die Augen geöffnet, ein wenig. Thank you.
abstrakt ist letztlich ja alles, denke ich. Wenn man nicht gerade, sagen wir mal, einen imitativen Naturalismus macht, wo also der im Grunde nicht einmal mit Können was zu tun hat, geschweige denn mit einer Gestaltung. Also man kann völlig unbegabte Menschen dazu bringen, dass sie arbeiten, dass es aussieht, als sei es ganz natürlich. Nein. Letztlich ist alle Gestaltung ein geistiger Vorgang. Und wenn der nicht in einem ist und wenn man nicht dahin kommt, dann wird es auch niemals ein Gegenstand, der so etwas ausstrahlt. Und dieses Geistige, das ist auch bei vielen Bildhauern nicht unbedingt eine Sache des Intellekts, sondern einfach ihres Wesens. So kommt es mir vor. Manchmal ist es auch so, dass die Hand, die arbeitet, klüger ist als das Auge, als das prüfende Auge, weil sie sehr viel spontaner, unmittelbar einer Eingebung folgend oder einem Gefühl folgend, ein Zeichen, ein Drücker in einem Ton meinetwegen oder so etwas macht, der sehr viel besser sitzt und im Grunde unangreifbar richtig ist, als das, was man irgendwie konstruktiv oder aufgrund einer Konstruktion herstellen will. Das geht beides ineinander. Nein, mit der Hand zu arbeiten, das ist auch ein großes Wagnis. Es ist ja nicht so, dass man einen Boden betritt und man weiß, dass man am Ende an einem Ziel ankommt. Es kann auch gründlich daneben gehen. Und dann steht man vor der Frage, woran hat es gelegen? Und das ist auch eine selbsterzieherische Frage, weil man oft feststellt, es ist daneben gegangen, weil man selber mit zu großen Erwartungen einmal an die Sache herangegangen ist, obwohl man diese hohen Erwartungen haben muss. Man muss sie haben. Und auf der anderen Seite, weil vielleicht auch die Mittel oder die Konsequenz, diese Mittel durchzudrücken, also auch anzuwenden, nicht so groß war, wenn nicht gar gefehlt habe. Also man muss bei seinen Vorgängen, wenn man etwas formt, manchmal auch sehr rüde sein, auch gegen sich selbst und seine eigenen Empfindsamkeiten und Ähnliches. Und darauf keine Rücksicht nehmen. Thank you.
In so einem Lokal und isst und säuft und dann kommt solche Musik da. Das war der und jetzt fängt er genauso langsam wieder zu singen an. Das ist wunderbar. Reinkam zur Tür, Ikone immer diagonal gegenüber und dann so. Ich habe noch so alte Aufnahmen aus Russland von meiner Mutter, wie sie mit ihren zwei Schwestern Weihnachten feierten. Also breiten Bäume und dann ein großer Saal, ein großer Raum. Kein Teppich, gar nichts. War so auf dem Dorf, also auf dem Hund. Ne? Und dann jede kriegte eine Puppenstube. Oder alles solche Aufnahmen.
hatten neulich, als wir die Porträts fotografierten, haben wir über das Porträtieren gesprochen. Und sie erzählten, dass sie manchmal beim Porträtieren selbst Personen, die sie schon lange kennen, die sie schon 100-mal angeschaut haben, auf einmal anders wahrnehmen. Ja, weil man in dem Moment notgedrungenerweise genauer hingucken muss, nicht? Und wenn man so einen Menschen kennt, man verlässt sich auch so etwas auf seine Mimik und eigentlich nimmt man nicht seine Formen minutiös auf. Aber beim Modellieren muss der Bildhauer das ja tun. Nicht? Später ist es was anderes. Da kann es ja wieder in diesen allgemeinen Aura-Bereich zurücktreten. Nicht? Die präzisen Formen. Nein, präzise sollen sie trotzdem bleiben. Sie brauchen immer nur eine Sitzung. Eine Sitzung. Also das hat keinen Zweck. Denn wenn man ein zweites Mal anfängt, dann ist es im Grunde, könnte man auch wieder bei Null anfangen. Das ist viel zu schwierig. Wissen Sie, wenn Sie ein Sudoku machen, dann ist es doch besser, wenn Sie das in einem Zug durchkriegen. Wenn Sie es dann hinlegen und den nächsten Tag wieder vornehmen, dann müssen Sie alle Schritte, die Sie schon gemacht haben, noch einmal vollziehen. Sonst kommen Sie nicht zu dem Punkt, wo es weitergeht. Es ist tatsächlich so. Ja, man kann das nicht so ganz miteinander vergleichen, aber irgendwie, es kommt mir ähnlich vor. Ja. Naja, letztlich versuche ich ja auch in den Köpfen eine Abstraktion da virulent werden zu lassen, aber nicht in dem Moment, wo ich den Menschen direkt porträtiere. Da bin ich eigentlich wie ein Schwamm, der einfach nichts anderes macht, als zu registrieren. Wie so eine Raumsonde, die auf einem fremden Planeten landet und dann erstmal alles aufnimmt rundherum, ohne es in einen Zusammenhang bringen zu können. Nein, der Zusammenhang ist ja schon gegeben im Grunde. Man weiß ja, wo die Nase ist und die Augen und so weiter. Nicht? Also ganz so ist es nicht. Aber so ein bisschen ähnlich ist es schon. Sind Sie dann, wenn Sie aufnehmen, nur im Aufnehmen oder denken Sie über den Menschen nach, denken Sie über andere Dinge nach? Wahrscheinlich ist man zu konzentriert. Also nein, nachdenken gar nicht, aber man spürt das eine oder andere, was wahrscheinlich dem Porträtierten gar nicht bewusst ist. Das ist, wenn man jemanden porträtiert, ist man ja auf eine reduzierte Distanz. Man ist ja fast, also wo es im Grunde intim wird. Ja, und gerade bei den Enkelkindern, also wenn man die meinetwegen mit 3 oder 4 Jahren modelliert und dann mit 7, dann haben diese beiden Wesen miteinander manchmal ganz wenig zu tun. Und dann ist man geradezu erschrocken und denkt, wieso habe ich das, als er 3 oder das Mädchen 3 war oder der Junge oder was, wieso habe ich ihn so gesehen und jetzt ist es doch ganz offenbar, dass er so und so aussieht. Nicht? Es sind verschiedene Menschen. Aber mit 7 Jahren, da ist eigentlich das da, was auch später in seinem Leben tragend ist. Es ist ja für mich einfach, das aus der Gipsform auszugießen. Ja, das kann und man dann ja auch gleich zu überarbeiten, also ja. Ja. Und dann geht das
Bringen Sie das dann direkt zum Gießer? Und er hat praktisch nichts zu machen, also außer natürlich den Guss. Und das Überarbeiten mache ich dann oftmals auch selber. Also die Zuläufe abschlagen? Sie schneiden das ab, aber das da sind auch alle möglichen Gussperlen und sowas an der Oberfläche. Und also diese Kaltarbeit ist zu sehen. Ja. Und patinieren dann. Oder einfach lassen, das ist das Beste. Da bildet sich von alleine die beste Patina. Sie haben eigentlich während Ihrer ganzen Schaffenszeit Ihre freien Figuren gestaltet, aber auch Porträts gemacht. Es gab eigentlich... Porträts, würde ich sagen, habe ich jetzt erst seit 25 Jahren wieder gemacht. Am Anfang natürlich am Lerchenfeld, an der Kunstschule, da muss man Porträts machen, ist ja auch alles in Ordnung. Und dann hat mich der Mensch lange Zeit nicht interessiert. Das war mir zu dicht an so einer Realität, die ich nicht suchte. Und ich will auch nicht sagen, dass ich sie jetzt suche, aber ich schließe sie nicht aus. Und es macht mir Spaß, einen Menschen zu porträtieren. Es macht mir ausgesprochen Spaß. Auch wenn man manchmal gewaltig in Schwitzen geraten kann. Das war jetzt der Gedanke, der mir gekommen ist, dass jetzt in Ihren in den allerletzten 1, 2, 3 Jahren auch wieder figurative Plastik entstanden ist. Die große Frau. Das ist immer wieder dazwischendurch gewesen oder Anklänge dazu. Das ist immer wieder. Also, es ist eine, so wie man eine alte Liebe irgendwann mal wieder besucht und sie anschaut und dann vielleicht nach einer Zeit sagt, also war sehr schön, aber nun leben wir woanders. Also das Menschenbild, doch eine alte Liebe, die... Ja, das Menschenbild ist ja so und so, nicht? Also auch die sogenannten abstrakten Plastiken sind Menschenbilder, wenn auch nicht individuelle. Aber es steht die Idee von einer Person, die frei ist, die in ihren Entscheidungen frei ist, die in ihren Entwicklungsmöglichkeiten frei ist, nach allen Seiten geöffnet und eine Haltung hat. Und ja, so etwa. Wir gehen mal hier an den Tisch. Ja. Das ist Marokko, das sind keine Fingerringe, das sind Haarringe. Da kommen die Locken durch. Die haben ja so schöne dicke Haare. Das sind Haarringe. Die gehören zusammen. Hier sind noch weitere Haarringe, Marokko. Und zwar sind die geflickt. Das hat mich natürlich besonders angestochen. Also hier, wie heißt das? Karneol. Karneol. Und dann sind die kaputt gegangen und dann geflickt. Ja, so dickes, lockiges Haar, die stecken sich da rein und das hält dann. Oh, die sind ja hübsch. Ein Vogel, der hier in diesem Blüten. Ja, irgendwie so ein Kranich oder ein Reiher oder irgendwie sowas. Das ist ein Siegelring, ne, wahrscheinlich, oder? Ja, für Männer. Das ist ein urartäischer Kinderring, ein liegender Löwe. Urartäisch. Urartäisch, ganz ja. Alt. Ja. Ganz wertvoll. Ganz alt. Also nein, das ist Bronze. Die ist so grün patiniert. Und viel zu klein. Damals hatten die Kinder keinen. Den Ring hat oft mal eine Frau getragen, diesen auch. Ja. Da sieht man ganz einfach einen Mann mit Spieß, der irgendwie einen Hammel oder eine Ziege oder sowas
Meuchel. Ja. Das ist ein Ring eben aus Syrien mit einer Koralle. Und als ich die erst mal sah, diese Art, dann sage ich, also was ist denn das? Das ist ja mit irgendwie mit was für ein Kleister geklebt oder was nicht. Das ist Erdpech. Ach, das ist Erdpech. Das ist gang und gäbe da, dass Steine mit Erdpech geklebt werden. Ja. Also so Bitumen oder irgend sowas. Ja. Aber das ist ja wirklich. Die müssen ganz schön schwer sein. Wie eine Schausammlung der Bildhauerei. Ja. Der Körper. Ist auch toll, nicht? Diese ganz einfachen Elemente. Ist ja unglaublich. Das ist aus, wie heißt das Volk? Auf Ceylon. Ceylon und Südindien. Ach, lieber Himmel, hilf mir. Antonius. Wie lange haben Sie bei Edwin Scharf noch studiert? Ja, leider nur ganz kurz. Ich bin im Herbst gekommen und im Mai ist er gestorben. Und dann kam Rowohlt, ja. Nächster Lehrer. Und dann kam Rowohlt und das war für mich, ich weiß nicht, Edwin Scharf fängt gleich an bei der ganz großen Kunst ganz oben. Also alles andere gab es, glaube ich. Aber dass da auch Wege nötig sind und sowas, das hat Rowohlt einem schon sehr gut vermittelt. Und auch, dass man, wenn man bei seinem großen Versuch nicht gleich bei der großen Kunst ankommt, nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern dann eben noch ein zweites Mal versucht oder ein drittes Mal oder einfach die Sache liegen lässt und wartet, bis es mit einmal kommt oder geht oder wie auch immer. Es gibt so viele schöne Plastiken in der europäischen Kunst. Und wenn man recht hinschaut, sind sie unsäglich eitel. Ja. Also das möchte ich eigentlich nicht. Also dass sich bedingungslose einschmeicheln. Genau das nicht. Die können ruhig etwas für sich stehen und wenn keiner das sieht, dann sieht es eben keiner. Ich finde das sehr passend hier. Thank you.